Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen Video. In diesem Video geht es um meinen Top-Sponsor Skin Baron. Ihr wisst ja, dass ich bei Skin Baron gepartnert bin und dass wir über Skin Baron immer mal wieder ziemlich geile Sponsorings bekommen. Das neueste Sponsoring war das Knife für das aktuelle Knife-Giveaway. Wenn ihr euch dort anmelden wollt, könnt ihr das übrigens sehr gerne über meinen Partnerlink machen. Der ist in der Videobeschreibung oder eben mit meinem Code, der wahrscheinlich gerade gekommen ist oder jetzt kommt. Habt ihr das gesehen? Sehr schöner Code, ich weiß. Skin Baron ist der deutsche Marktplatz, um seine CSGO-Skins zu verkaufen oder um welche zu kaufen. Aber erstmal weiter mit der Dankesrede. Skin Baron, an euch. Vielen, vielen Dank für diese Unterstützung. Ich bin ja seit fast einem Jahr bei Skin Baron gepartnert und es ist einfach eine richtig nette Geschichte. Also auch dieses Untereinander, dieses Hin- und Herschreiben, wenn man mal irgendwas hat, wenn es Ideen gibt und so weiter und so fort, läuft alles super. Und natürlich sind die Sponsorings richtig krass. Sie haben schon sehr, sehr viele Case-Openings gesponsert, durch die wir eben ganz viele tolle Skins schon rausgeben konnten. Und die letzten paar Male gibt es sogar immer ein Knife für uns, das ich dann meistens in den Livestreams raushaue, so wie eben auch das letzte Knife. Und jetzt haben wir es sogar ganz aktuell so gemacht, dass ich nicht einfach irgendeins kaufe und euch das vorsetze, sondern dass der Knife-Gewinner bzw. der Giveaway-Gewinner sich ein Knife raussuchen darf. Auf Skin Baron selbst. Der Gewinner schaut also selbst auf der Seite nach, sucht sich irgendein Knife raus, also man kann ja direkt auf Messer gehen und er sucht sich dann irgendein Knife raus. Wir haben ja meistens ein Budget, also jetzt sagen wir einfach 50 Euro. Und dann kann er sich hier einfach eins raussuchen und mir dann schreiben, welches es sein darf. Didipad, Rust Code, Scorched, Stained, Rust Code. Und ja, auf Skin Baron gibt es meist sehr viele und vor allem auch sehr gute Angebote, weil ihr zuallererst hier auch immer Schnäppchen angezeigt bekommt, das ist so sortiert, und aber auch beim Verkaufen eine Hilfe habt, um den passenden Preis zu finden. Es wird jetzt kurz mein Inventar durchsucht, damit eben meine Skins überhaupt erst angezeigt werden können. Und schon seht ihr, wovon ich spreche. Wenn ich zum Beispiel jetzt diese Desert Eagle Conspiracy verkaufen wollen möchte und überhaupt keinen Plan habe, dann habe ich hier dieses Barometer, diese Skala. Und zwar zeigt die den Preis an, wie er bei Steam wäre. Also wenn ich 100% drücke, dann bezahle ich oder verlange ich 100% des aktuellen Steam-Preises. Diese Bilder bzw. das Geschriebene hier unten drunter ist ein extrem guter Indikator dafür, wie gut oder wie schnell das laufen wird. Also wenn ihr warten könnt, dann bleibt ihr einfach in dem Bereich. Wenn ihr einen guten Kompromiss haben wollt, weil ihr Geld haben wollt, aber trotzdem nicht so arg lange warten wollt, dann ist das hier nicht schlecht. Und wenn ihr hier weiter runter geht, der Preis passt sich dynamisch an, dann wird es eben immer wahrscheinlicher, dass das Ding gekauft wird. Na, logisch, es wird ja auch immer günstiger. Die Gebühren sind übrigens geringer als bei Steam selbst. Um das auch nochmal gesagt zu haben. Ne? Hier wird euch also weniger abgezwackt. Und was sehr, sehr cool ist, wenn die Waffe dann verkauft ist und ihr Geld oder Guthaben auf eurem Konto habt, dann könnt ihr das einfach auszahlen lassen. Zum Beispiel auf PayPal oder auf euer Bankkonto. Dann habt ihr das bar in der Hand. Das ist auf Steam eher schwierig. Auf Steam ist es gebunden an euer Steam-Konto. Und hier könnt ihr eure Skins für echtes Geld auscashen. Wenn ihr zum Beispiel sagt, hey, ich spiele kein CSGO mehr, nehmt meinen Scheiß, alles, ich will schnell verkaufen, zack, ich brauche dringend Geld. Los geht's und dann könnt ihr euch ziemlich sicher sein, dass der Scheiß rausgeht und sich hier oben Geld ansammelt. Und schon könnt ihr auscashen und dann habt ihr das Geld. Da es eine komplett deutsche Seite ist, habt ihr natürlich auch deutschen Support an der Hand. Wenn irgendwas nicht funktioniert, wenn irgendwas nicht richtig läuft, dann könnt ihr direkt ein Support-Ticket schreiben. Also wenn ihr auf euer Bild klickt und dann hier auf Support anfragen, könnt ihr direkt ein Ticket erstellen und zwar hier drüben. Das sind meine Support-Anfragen, aber das sind alles partnerschaftliche Geschichten. Das hat nichts mit irgendwelchen Problemen beim Hin- und Her-Wursten zu tun. Hier sind meine Einkäufe, beziehungsweise hier könnt ihr eure Einkäufe anschauen. Und ja, es ist echt eine super Geschichte, vor allem wenn ihr einfach schnell auch günstige Skins kaufen wollt. Beziehungsweise coole Skins für wenig Geld kaufen wollt. Ich habe in den letzten paar Videos immer mal wieder Tests gemacht, wo ich euch bei CSGO Stash den Preis gezeigt habe und dann hier den Preis gezeigt habe. Und hier ist es eigentlich immer, vor allem im Schnäppchensegment, günstiger. Aber an sich einfach immer günstiger als jetzt auf Steam zum Beispiel. Wenn ihr jetzt was Bestimmtes sucht, also einen speziellen Skin, egal was jetzt ist, wir gehen jetzt mal auf schwere Waffen und drücken auf die Mac 7 und wollen jetzt irgendwas im Bereich bis zu 80 Euro haben. Gibt's da überhaupt was? Ist die so teuer? Gibt's da teure Dinger? Ich habe jetzt mal das untere Gebot auch noch angepasst, damit wir jetzt nicht die Cent-Beträge-Skins haben. Ja, und des Weiteren könnt ihr eben noch die Abnutzung einstellen, beziehungsweise hier den Zustand, Fabrik, neue, minimale Gebrauchsspuren und so weiter und so fort. Hier unten könnt ihr Extras einstellen, Aufkleber, Stat-Track, bla bla bla. Seltenheit könnt ihr auch einstellen. Bitte denkt jetzt nicht, dass ich irgendein Fanboy bin, nur weil ich von der Seite gesponsert werde oder sowas. Es ist wirklich eine schicke Geschichte. Ihr wisst, dass ich bei verschiedenen Seiten gepartnert bin. Aber ich sag auch ganz offen, wenn eine Seite kacke ist, also schlecht ist, dann mache ich davon nur ein Video, das was ich muss und das war's. Aber auf Skin Baron komme ich gerne immer wieder zurück, weil es wirklich ein edles Ding ist. Ich kann gar nicht genug davon schwärmen. Ich habe meine Geschäftsbeziehungen zu ihnen, die optimal laufen. Ich habe auch Steam-Kontakt direkt zu einem der Besitzer. Es ist wirklich eine klare Truppe. Also der Support ist cool, die Leute sind cool, mit denen ich schon Kontakt hatte. Und die Seite ist eben einfach, sie funktioniert. Es läuft einfach gut ab. Wenn du irgendwas kaufst, drückst du auf in den Warenkorb, kannst dann hier beim Checkout auswählen, wie du bezahlen wolltest. Möchtest, also über deine
über dein Skinbaron-Konto, das du vielleicht aufgeladen hast, oder direkt über PayPal, Sofortüberweisung, PaySafeCard und so weiter. Und dann geht's direkt los. Also ich habe jetzt nichts ausgewählt, deswegen geht's nicht los. Ich will jetzt keine Schlüssel kaufen. Ach ja, man kann ja auch mit Bitcoin aufladen. Und um nochmal das Giveaway angesprochen zu haben, das aktuelle Knife-Giveaway ist wie gesagt auch wieder sponsert bei Skinbaron. Der Gewinner ist bereits festgestellt und wurde auch angeschrieben. Er hat sich das Knife schon ausgesucht und ich habe es schon gekauft. Es befindet sich auf meinem zweiten Account. Eigentlich kann ich es euch ja kurz zeigen. Moment. Es ist ja hier drin eigentlich, ne? So in meinem Verkaufsgeschichtelchen. Warum ist es ja nicht direkt am Anfang? Ach so. Aber ich kann es jetzt hier nicht groß machen, ne? Ja. Skinbarönchen, ich freue mich auf weitere Zusammenarbeit mit euch in der Zukunft. Das macht echt Spaß. Und ich hoffe, dass ich euch schon einige neue Kunden akquirieren konnte. Also ich weiß, dass es schon einige reinkamen, aber ich will auch gerne noch weitere Leute ranholen. So ist es nicht. Also Leute, falls ihr Skins kaufen oder verkaufen möchtet und auf Skinbaron noch nicht angemeldet seid, meldet euch an. Die Anmeldung ist natürlich kostenlos, logisch. Ihr könnt das, wenn ihr mich unterstützen wollt, über meinen Partnerlink machen oder mit dem Code, der am Anfang kam. Ihr könnt euch aber natürlich auch, wenn ihr mich hasst, einfach so anmelden. Ich werde dann an dem Gewinn, der über meinen Account geht, also an den Transaktionen und so weiter, werde ich dann beteiligt, also am Gewinn. Keine Sorge, für euch ist es dadurch nicht irgendwie teurer, ihr bekommt da nichts abgezogen von eurem Geld. Es ist Skinbaron, die mich dann praktisch dafür bezahlen, dass ich eben Werbung gemacht habe und Leute für sie angelockt habe. Die 3,62 € sind übrigens noch übrig, das sind auch noch, ist auch noch vom Promo-Geld übrig. Ich glaube, davon hole ich dann noch ein oder zwei Schlüssel, sobald ich so eine neue Kiste habe, diese Klatschkiste. Wenn ihr hier auf Zubehör geht, könnt ihr dann Schlüssel kaufen und ihr seht hier auch, dass die deutlich günstiger sind als auf Steam. Also wenn ihr Schlüssel braucht, Leute, kauft ihr nicht auf Steam. Hier habt ihr Schlüssel für 1,79 €. 1,77 € für ein... Ah, das ist eine Aufkleberkapsel. Ich weiß nicht, vielleicht sind die aber auch auf Steam teurer, keine Ahnung. Auf Steam kosten die 2,40 € oder 2,20 €. Und hier 1,81 €. Hallo? Gibt's schon Klatsch? Wahrscheinlich nicht. Nee, noch nicht. Die kam ja erst heute Nacht raus, die Case. Also jetzt gestern Nacht oder wann das Video eben online geht. What the fuck? Ach ja, und bei den Schlüsseln ist es noch besonders, dass wenn ihr zum Beispiel jetzt auf diesen Schlüssel geht, dann seht ihr hier die Staffelung. Das ist ja von echten Menschen. Das sind echte Menschen, die hier ihre Sachen anbieten, zu einem gewissen Preis. Es gibt zum Beispiel einen, der verkauft diesen Chroma 2 Schlüssel für 2,58 €. Das wird da wahrscheinlich nie los. Aber es gibt 21 Leute, die klug sind und für 1,83 € verkaufen. Wenn die leer sind, wenn ihr 22 Schlüssel kaufen wollt, dann werden 21 davon gekauft und einer hiervon für 1,84 €. Es werden immer die günstigsten Sachen gekauft, automatisch. Das müsst ihr nicht aussuchen, es wird immer das günstigste gekauft. Bei sowas müsst ihr halt ein bisschen die Augen offen halten, dass ihr jetzt nicht in den Fall reinkommt, hoppala, das war jetzt in den Warenkorb direkt, dass hier zum Beispiel ein Schlüssel für 1 Cent da ist und dann der Rest für 80 € oder sowas rausgeht. Das seht ihr dann so oder so im Warenkorb, aber ich will es euch nur nochmal sagen hier, dass ihr die Schlüssel am besten, wenn ihr sie kauft, kurz begutachtet, um zu sehen, was denn der nächstmögliche Preis ist und wie viel ihr hierfür kaufen könnt für diesen Preis. Also 1,77 € ist echt ein Schnäppel. Man kann sogar Aufkleber kaufen. Da kenne ich mich gar nicht aus. Da weiß ich nicht, wie viel so ein Aufkleber kostet. Krakau. Handschuhe. Was sind die günstigsten Handschuhe? Das sind die Schnäppchen? Günstigste zuerst. 120 € kauf ich. Vielleicht kann ich mit Skinbaron ja mal ausballobern, dass Handschuhe rausgehen. Das wäre mal ein krasses Giveaway, oder? Ein Handschuh-Giveaway. Der Baron bearbeitet Auszahlungen schnell und zuverlässig innerhalb von 24 Stunden. Merkt ihr was, Leute? Merkt ihr gerade mal was? Und hier könnt ihr die letzten Käufe, Verkäufe anschauen. Oh ja, kann man auch groß machen. Guck mal da. Hier kann man dann auch noch ganz gut sehen, dass es eben eine aktive Seite ist. Also, da ist viel Bewegung drauf. Es sind sehr viele User da, die gucken, die kaufen, verkaufen und so weiter und so fort. Also, es ist eben einfach und es ist nicht nur so lapidar dahingesagt, der deutsche Markt. Also wirklich der. Es gibt nichts anderes, was so groß ist in Deutschland, wo du das genau so machen und anbieten und kaufen und verkaufen kannst wie hier. Mit der Community dahinter. Und ich kann auch sehr stolz verkünden, dass hier auch sehr, sehr viele Bubbler unterwegs sind. Die Bubbler sind halt überall am Start. Naja, so sieht's aus. Vielen Dank an Skinbaron und vielen Dank an euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.